So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Autonauts. Und ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen hier unsere halbe Automatisierung gebaut. Für unsere kleinen Waldressourcen. Und genau da wollte ich jetzt auch weitermachen. Und zwar, unsere Roboter wollen wieder Werkzeuge, denn sie sind leider kaputt gegangen, haben sich abgenutzt. So, legen wir mal hier was drauf, eine Schaufel, und dann kann der hier weiter Löcher graben. Hierher bekommt dann direkt seine Axt. So. Und hier hat er auch seine Axt und kann weiter neue Bäume fällen. Heißt, wir bekommen neue Stämme. Genau. Und dann möchte ich gerne einmal Kisten hier hinstellen. Also eins, zwei. Obwohl, wir sagen 3, 1, 2. So ist es, glaube ich, kann man es dann besser hinstellen. Und dann möchte ich gerne nochmal bei. Haben wir letztens ja noch den Hackstock freigeschalten. Da möchte ich hier den platzieren. Wir brauchen einfach einen Stamm. Können wir uns einfach schon aus dem Lager nehmen. So. Und dafür bekommen wir jetzt nach und nach immer neue. Und dann brauche ich nochmal kurz einen Stein. So hacken wir ein bisschen auf dem Boden rum. So. Und dann müssen wir wieder unsere Roboter aufziehen. Und den Stein benutzen wir, um seine Axt herzustellen. So. Die können wir jetzt verwenden, um hier den ersten Hackstock zu vollenden. So. Und zwar in dem können wir jetzt hier einmal die Herstellung einstellen, bloß wir brauchen dafür nicht unsere Axt, und die Axt hat eine endlose Haltbarkeit, die da oben drauf steht. Also sparen wir damit schon ein bisschen Ressourcen. So, wir brauchen etwas für unsere Roboter. So, den hier oben müssen wir nochmal kurz aufziehen. Und dann möchte ich mal schauen, was wir brauchen. Für die Kisten. Okay. Und sonst können wir nämlich hier einmal unsere ganzen Bretter einmal mitnehmen, und es fängt natürlich an zu regnen. Ne, wir können sie eigentlich direkt hier reinlegen. So, dann einmal hier in Pfeiler umfunktionieren. So, einen Baumsamen. Und den tun wir natürlich auch direkt reinlegen und haben somit unseren nächsten Roboter. Der kriegt aber eine einfache Aufgabe. So wie eigentlich alle bisherigen Roboter. Wird es jetzt langsam nervig, die alle aufzuziehen. Hier benötigen jetzt hier nochmal kurz unsere Spitzhacke. So, sagen, pass auf. Sollten vielleicht ihm sagen, was er uns zuschauen soll. So, schauen uns zu,
baue in dem Bereich Stein ab mit einer Spitzhacke. Und das machst du für dein restliches Leben. Und du kannst damit direkt anfangen. Und hier bekommst du... So, jetzt können wir hier uns die Axt holen. Und... Nee, Spitzhacke. Und jetzt hackt er schon für uns automatisch hier Stein. Und somit ist das hier auch schon viel angenehmer. Und jetzt spawnen wir noch einen Roboter und nehmen hier direkt den Stamm mit. Dann darf ich den nicht nehmen. Böser Roboter, der ist viel zu schnell. Obwohl hier den hier. Ach, wir haben Baumsamen in der Hand, das funktioniert nicht. So, den Stamm nehmen wir uns an. So. Dann brauchen wir noch ein paar Bretter. Die tun wir hinten direkt mal herstellen. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich hier auch drei Lagerplatten hingestellt habe. Dass wir hier später die Stämme hier einmal in Bretter verarbeiten. Die Bretter werden hier verlagert. Dann werden Pfeiler draus gemacht und Pfeiler werden dann hier eingelagert. So. Natürlich fühlt sich langsam das Lager. Und die kleine Automatisierung läuft auch soweit recht gut. Und die restlichen Bretter werden wir natürlich direkt schon mal benutzen, die wir jetzt hergestellt haben. Um hier. Nächsten Roboter herzustellen. So. Der bekommt somit eigentlich auch eine recht simple Aufgabe. Aber dafür muss ich erst den hier fertigstellen. So. Eigentlich auch wegklicken. Und wenn ich es richtig gesehen habe, können wir hier ein Team erstellen. Und zwar dieses Team nennen wir Wald. So. Und da kommt MK1, MK2, MK3 und MK4 können schon mal in Team Wald. So, die bitte einmal mitnehmen, bevor es losgeht. Obwohl, die vier hätten wir auch direkt hier reinlegen können. Und Forstwirtschaft. Und was bekommen wir? Nur Klamotten. Und wir bekommen ein weiteres Abschnitt. Dann möchte ich ja mal gerne kurz hier einmal die Bretter in Pfeiler packen. Und jetzt nehmen wir einmal hier die Pfeiler und packen sie hier in rein, um hüpfen müssen drumherum. Und wir haben eine Lagerkiste. Und jetzt kommt hier dieser Roboter zum Einsatz, der eine ganz wichtige Aufgabe hat. Mache dies, bis deine Hände voll sind. Lauf nach hier oben. Lege es rein, bis deine Hände leer sind. Dann hier wichtig den Haken reinsetzen, wenn er nicht mehr genügend findet, dass er es hier auch gerne weitermachen kann. Dann das Ganze nochmal endlos. Und dann sagen wir Start. Und so können wir mal weiter Sachen herstellen.
nehmen wir uns die Axt. Wir geben sie dem Roboter. Dann eine Schaufel. Und schon geht hier alles viel schneller. So. Natürlich werden wir das hier auch bald alles automatisieren können. Und darauf freue ich mich ja schon. Und jetzt wird es langsam Zeit, sozusagen das nächste Lager zu bauen. Reibbretter zu verfallen, das passt ja perfekt. So, Nummer 1. Nummer 2. So, die tun wir dann einmal hier alle reinlegen. Hier das Brett nochmal kurz nochmal verklein hacken. Und beide Pfeile hier reinlegen. Voila. Das nächste Lager ist somit auch fertig. Heißt, wir brauchen nochmal ein paar Bretter. Wo wir dann mit uns den Roboter herstellen können. Der für uns dann automatisch die Bretter herstellt. So, einmal nach hier drüben laufen. So, den Pfeil einmal herstellen. Oder die zwei, die wir hier rausbekommen. Dann nehmen wir uns hier oben den Baumstamm. Den möchte ich ja mal gerne reinlegen. Und wir haben einen zweiten Roboter, nicht zweiten, noch einen weiteren Roboter. Der hat jetzt eine ähnlich schwere Aufgabe. Und zwar bekommt jetzt ein bisschen was. Mal schauen, ob er das mit dem geringen hinbekommt. Nehme einen Stamm. Verarbeite ihn. Nehme das Brett. So, dann möchte ich gerne mal alles. Und zwar bis. Mal. Zwei. Lege es hier rein. Boah, das funktioniert auch gerade so, was ich hier vorhab. Das machst du dann, bis deine Hände leer sind. Und das Ganze für immer. Und es hat perfekt gepasst hierfür. Und jetzt schauen wir uns natürlich das einmal an. Ob es auch alles soweit klappt. So, den können wir hier wieder aufziehen. Und Bretter haben wir somit dann auch mal automatisiert. Und die Bretter können wir dann direkt einmal alle mitnehmen. Und nach hinten tragen. Dann ziehen wir einen Roboter auf dem Weg nach hinten auf. Und so, wir brauchen nochmal einen Stamm. Mal bitte erstmal hinlegen. Einen Baumstamm. Den wir dann hier mal reinlegen. Dann einen Pfeiler. Einen Baumsamen. Und voilà, nächster Roboter steht, der dann glaube ich mal, wollen wir jetzt erstmal das automatisieren oder wollen wir das andere automatisieren? Und das erste, was wir automatisieren können, ist, dass wir sagen,
und ziehe automatisch Roboter nach. Dafür hätte ich aber gerne zwei, die für die Sektoren zuständig sind, weil nämlich der eine leer ist, dass der andere ihn aufziehen kann. Oder gehen wir jetzt erstmal hier auf die Werkzeugfertigung, dass die Roboter dauerhaft schön durcharbeiten können. Wir brauchen beides. Aber ich glaube, Werkzeug ist wichtiger. Wie das andere. So. Hierfür brauchen wir 4-4. Hier schon einfach einmal auf alles rausnehmen und sparen hiermit so deutlich Zeit. So, dann nehme ich jetzt nochmal zwei von. Die werden hier nochmal manuell den Pfeiler verarbeiten. So. Letzte. Und der Roboter hier bekommt somit die tolle Aufgabe, Steine zu sammeln, bis seine Hände voll sind. Dann einmal hier alle weglegen, bis seine Hände leer sind. Das machst du dann für immer. Let's go. Dann möchte ich hier gerne einmal noch zwei weitere Werkbänke planen. Denn somit können wir in jeder Werkbank jedes einzelne Werkzeug einstellen. Sagen wir hier Schaufel, hier Axt und hier die Spitzhacke. Die Werkzeuge werden dann hier eingelagert. Was oder daran nix. Und zwar möchten wir gerne sagen, er darf gerne ruhig hier in dem ganzen Bereich Stücke holen. Und sonst wäre ein großes Waldgebiet ja zum Teil sinnlos. So, und zwei Stöcker. So, hier die einfache Axt. So, zweimal ein Baumpfeiler. Und ich Pfeilerstamm. Kommt so leicht mit dem Wetter auseinander. So, Nummer 1. Der zweite Stamm. Kommt hier hin. Und hier wird dann somit mit Spitzhacke hergestellt. Auf manuellen Wegen können wir jetzt hier schon recht schnell produzieren. So. Stellen wir noch einmal schnell alles manuell einmal her. So. Die Spitzhacke. Einmal eine Schaufel. So, den müssen wir nochmal aufziehen. Jetzt nehmen wir hier einmal vier Bretter mit. Dann nehmen wir gleich nochmal 4 mit.
Wir legen, glaube ich, hier mal manuell hin. So. Einmal. Zweimal. Damit ich aufnehmen. Nummer 1. Gleich haben wir auch Nummer 2. Und dann bekommen wir nochmal 4 Bretter. Die sich jetzt auch hier schön langsam stapeln. Jetzt stellen wir uns einen Aufziehroboter schnell mal her. Denn sonst wird es langsam nervig. So. Ja, das große Problem ist, wo stellen wir den jetzt genau hin, damit er ziemlich alles erreichen kann. Natürlich haben die Roboter auch nur einen gewissen Radius.